Hallo Freunde, mein Name ist Famulus. Nachdem ich beantwortet habe, was Kohlenhydrate sind, müssen wir nun die entscheidende Frage stellen. Macht Fett Fett? Nun, Fette an sich bilden einfach nur einen weiteren Makronährstoff neben den Kohlenhydraten und den Eiweißen. Die meisten tierischen und pflanzlichen Fette und fette Öle bestehen hauptsächlich aus Triglyceriden oder korrekter Triacylglycerolen und Fettsäuren. Bei den Fettsäuren unterscheidet man zwischen gesättigten Fettsäuren, die meistens im tierischen Fett vorkommen, und den ungesättigten Fettsäuren, die vor allem in pflanzlichen Fetten und Ölen aufzufinden sind, aber auch in fettreichem Fisch. Ungesättigte Fettsäuren weisen hierbei mindestens eine CC, also Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindung auf. Je nach Menge der Doppelbindungen unterteilt man die Fette in einfach oder mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Dennoch ist in den Nährwerttabellen ausschließlich die Angabe der gesättigten Fettsäuren obligatorisch. Weitere Angaben sind freiwillig und dienen vor allem dem Marketing bei gesunden Nahrungsmitteln. Dies hat vor allem damit zu tun, da in mehreren Langzeitstudien signifikante Ergebnisse gezeigt hatten, dass ungesättigte Fettsäuren den LDL-Cholesterinwert senken und den HDL-Wert leicht erhöhen. Zudem bestehen offensichtlich positive Zusammenhänge zwischen dem Konsum von ungesättigten Fettsäuren und einer Prävention vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Fakt ist, dass der Energiegehalt von Fetten mit ca. 38,9 Kilojoule bzw. 9,3 Kilokalorien pro Gramm mehr als doppelt so hoch ist als der Energiegehalt von Kohlenhydraten und Eiweißen. Trotzdem sind Fette essentiell für den menschlichen Organismus, da uns Enzyme fehlen, die die Bildung von Doppelbindungen an höheren Molekülstellen ermöglichen würden. Damit müssen wir uns die zweifach ungesättigte Linolsäure, die zu den Omega-6-Fettsäuren gehört, und die dreifach ungesättigte Alpha-Linolensäure, die zu den Omega-3-Fettsäuren einzuordnen ist, extern zuführen, eben durch die Nahrung. Aber macht Fett denn nicht Fett? Wie anfangs schon erwähnt, ist Fett nur ein Makronährstoff, eben nur mit einem relativ hohen Energiegehalt. Im Durchschnitt gibt es lediglich einen zu hohen Fettkonsum pro Person. Durch den hohen Fettkonsum wird viel schneller eine positive Energiebilanz erreicht, das heißt, die Energiezufuhr ist höher als der Energieverbrauch und als Folge nimmt man zu. Deswegen empfiehlt die DGE, ca. 30% der Energie in Form von Fett zu sich zu nehmen. Unterteilt man noch zwischen gesättigten und ungesättigten Fettsäuren, empfehlen die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und die Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin, nicht mehr als 10% der Energie mit gesättigten Fettsäuren zu decken, während 7-10% der Energie durch mehrfach ungesättigte Fettsäuren gedeckt werden soll. Der restliche Prozentsatz von ca. 10-15% ist den einfach ungesättigten Fettsäuren zuzuschreiben. Zusätzlich sollte maximal 1% der täglichen Nahrung aus den bedenklichen Transfettsäuren bestehen, aber zu denen später ein separates Video. Es gilt, je mehr ungesättigte Fettsäuren, desto besser. Wenn man einen Blick auf die essentiellen Fettsäuren wirft, so empfiehlt die DGE die Zufuhr von Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren im Verhältnis von 1:5. Wobei in der Praxis meistens zu wenige Omega-3 und zu viele Omega-6-Fettsäuren zugeführt werden. Kommen wir abschließend zu den Funktionen der Fette im Organismus. Zum einen sind Fette unsere wichtigsten Energiespeicher und somit Energielieferanten zugleich. Mehr dazu findet ihr unter anderem im Video zur Energiebereitstellung. Sie fungieren außerdem als Wärmeisolator, sodass wir im Winter nicht frieren müssen. Zusätzlich sind Fette und Öle Geschmacksträger, da viele Aromastoffe lipophil sind. Des Weiteren verbessern sie die Absorption und Verwertung fettlöslicher Vitamine. Darüber hinaus schützen sie unsere Neuronen und verringern unsere Infektionsanfälligkeit. Und schlussendlich dienen sie der Entwicklung des zentralen Nervensystems und dem Aufbau von Zellmembranen.
Damit regulieren sie außerdem bestimmte Hormone und Botenstoffe in unserem Organismus. Ich hoffe, das Video war lehr- und aufschlussreich. Falls du noch nicht weißt, ob Kohlenhydrate dick machen, dann würde ich es jetzt nachholen. Wie immer freue ich mich über einen Daumen nach oben, konstruktive Kritik und jeden neuen Abonnenten.